Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Pokémon-Sammelkartenspiels. Hier ist wieder euer Pokémanic. Heute habe ich euch mitgebracht drei Displays aus der neuen Serie Drachenleuchten des Pokémon-Sammelkartenspiels. Ja, die Frage ist jetzt, ob ihr gewillt seid, euch alle drei Displays reinzuziehen, alle drei Openings. Ihr könnt gerne eure Kommentare hinterlassen unter den Videos des ersten Displays, welches ich öffne. Ob ihr die anderen beiden auch noch sehen wollt, dann kann ich die auch gerne online stellen. Ansonsten muss ich die nicht unbedingt abdrehen. Wir fangen einfach mal an. Ich werde das Opening-Video zu diesem Display wahrscheinlich in mehreren Teilen abdrehen. Wahrscheinlich in drei oder vier Parts. So. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stapel raus. Ja. Starten wir erstmal mit 9 oder 12. So, dann geht's los. In diesem Display hoffe ich natürlich auf EX-Karten, auf die Shiny Trainerkarten, die enthalten sind. Ja, von EX-Karten wäre natürlich Mega Latios Full Art oder Rayquaza, Mega Rayquaza Full Art, ziemlich cool. So, Wampel, Dumise, Habitak, Natu, Ninkada, Galagladis Geistesbund, Himmelsfeld, Ninjask als Reverse Hyperball und die... Oh nein, das glaube ich ja jetzt nicht. Im ersten Pack haben wir schon eine Shiny Trainerkarte gezogen. Das ist ja der Hammer. Eine Goldtrainerkarte. Energieumschalter heißt das gute Stück. Das ist ja schon ein Ding. Ja. Das kann ja jetzt eigentlich kaum noch besser werden. So. Das war mein erstes Pack Drachenleuchten, was ich gerade geöffnet habe. Das ist schon krass. So, Natu, Winkle, Datiri, Kindwurm, Fritzelblitz, Passersnob, Elektroball, Altaria, Silvers, ein Mauzi und ein Klavion Rare. Natu, Togepi, Datiri, Owei, Tropius, Tausch, Scorgro, Schwalbini ist unsere Reverse und unsere Rare ist ein Togekiss.
Bizarra, Resladero, Panekon, Marzi, Natu, Togetic, Ibitak, Datignes. Unsere Reverse ist ein Ninjask und unsere Rare ist ein Full Art Latios EX. Das nenne ich mal gut. Nach 4 Tüten, was soll da jetzt noch alles drin sein in dem Display, frage ich mich. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach, von dem Start nehmen wir. So. Mauzi, Panekon, Resladero, Dratini, Iskanar, Lectroball, Voltenso, Megaturbo. Unsere Reverse Card ist ein Düsselgur, dessen Namen ich äußerst ulkig finde. Und unsere Rare ist ein Manett. So, nächste Check. Natu, Nincada, Skorbla, Voltorbal, Iskalar, Altaria, Pudox, Großlinse. Die Reverse-Karte ist eine Spezialenergiekarte, und zwar eine Doppeldrachenenergiekarte. Ziemlich cool, neu in dieser Serie enthalten. Und die Rare ist ein Arctos mit dieser speziellen Delta-Power. Delta plus Power. Ja, cool. Habitak, Dumise, Voltorbal, Skorbla, Choupette, Kokowai, Wiebke, Fazasnob. Unsere Reverse-Card ist ein Pelipper und unsere Holo-Karte ist ein Reshiram. Die ist auch äußerst cool. Ich stelle die auch mal hier so hin. Kommen gleich natürlich alle in Folien. Kindwurm, Schwalini, Wampel, Dumise, Habitak, Galagladis, Geisteswund, Draschen, Ninjask. Unsere Reverse-Card ist ein Dragoran. Wäre eigentlich eine Rare, oder ist eine Rare. Wäre sogar eigentlich Holo, die Karte. Sehr spielstark. Und unsere Rare-Card ist ein Schwalboss. Nicht schlecht. So, in diesem Part öffne ich jetzt noch 4 Packs. Düsselgur, Wablu, Wampel, Nincada, Vitora, Togetic, Heilender Schal, Dragonier, unsere Reverse ist ein Skorbla und die Rare ist ein Banett. Kindwurm, Owei, Datiri, Pikachu, Düsselgur, Pilippa, Tausch, Dragonier, Rayquazas Geistesbund.
Und unsere Rare-Karte ist ein Dragoran-Rare. Ovai, Dratini, Fritzelblitz, Schwalbini, Kindwurm, Ibitak, Pilippa, Beleber. Unsere Reverse-Card ist ein Voltoball und die Rare ist ein Altaria. So, das letzte Pack in diesem Part. Dumise, Wingull, Dratini, Fritzelblitz, Wablu, Heiko, Schalocco, Hyperball. Die Reverse Card ist Galagladis Geistesbund und oh, unsere Rare Card ist eine Holo, ein Schwalboss. Auch wieder mit dieser speziellen Power Delta Plus. Ja, keine schlechte Ausbeute, würde ich sagen. Das haben wir in diesen 12 ersten Boostern gezogen von dem Display. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. So, bis zum nächsten Mal. Euer Pokémanic.